Hallo Menschen, heute möchte ich 100 Jahre Einsamkeit von Gabriel Garcia Marquez rezensieren. Das ist mein erstes Buch dieses Autors und ich bin sehr froh, dass ich über andere Romane von ihm schon viele positive Stimmen gehört habe, denn ansonsten wäre es für mich und diesen Autor vermutlich vorbei. Ich habe diesen Roman nicht sehr genossen, möchte euch natürlich erklären, warum. Muss aber vorher auch zugeben, dass ich hohe Erwartungen hatte. Irgendwie war Marquez für mich immer so ein großer Name, ein moderner Klassiker und vielleicht haben diese hohen Erwartungen auch nicht zum Vergnügen beigetragen. Für diejenigen, die es nicht wissen, in diesem Buch werden eben 100 Jahre Familien- und Dorfgeschichte in dem fiktiven Ort Macondo in Lateinamerika wiedergegeben. Und sowohl die Geschichte allgemein als auch die Protagonisten sind in einer Art Abwärtsstrudel gefangen, kann man sagen. Es gibt zwar auch Momente, wo man denkt, jetzt geht es bergauf, jetzt kommt der Fortschritt, aber im Großen und Ganzen geht es eigentlich bergab. Das heißt, thematisiert wird unter anderem die ständige Wiederholung gewisser Ereignisse, dass es also im Großen und Ganzen eben keinen Fortschritt gibt und dass bestimmte Generationen immer wieder dasselbe erleben. Bis zur Hälfte des Romans etwa konnte ich auch die verschiedenen Protagonisten weitestgehend auseinanderhalten. Es ist meistens so, dass wir einen zentralen für eine gewisse Zeit haben und drumherum sind halt schon andere, die uns vorgestellt werden. Und dann wechselt die Perspektive halt auf einen vielleicht der nächsten Generation oder einen Bruder und so. Und wir erfahren von dem ersten nur noch so am Rande, bis er halt so langsam aus der Geschichte verschwindet. Und so geht es immer weiter voran. Finde ich eigentlich eine ganz interessante Erzählweise. Ich muss aber zugeben, dass ich dann zunehmend wirklich den Überblick verloren habe, und zwar hauptsächlich, was auch eines meiner großen Probleme mit diesem Buch ist, weil es mich auch überhaupt nicht mehr kümmerte. Es lag nicht daran, dass wir unglaublich viele Protagonisten haben und dass fast jeder in der nächsten Generation irgendwie den gleichen Namen hat wie jemand aus der vorherigen Generation, dass die Männer also ihre Kinder immer gleich nennen und auch die Frauen haben eigentlich immer den Namen irgendwie der Mutter und der Frau oder so ungefähr, heißen alle also sehr ähnlich. Das ist aber nicht das Problem, sondern keiner der Protagonisten kam mir auf nur irgendeine Weise nahe. Es kümmerte mich nichts, egal ob die gerade starben, sich verliebten, krank waren, ob irgendetwas Übernatürliches passierte, auf was ich später nochmal zurückkomme. Nichts interessierte mich mehr wirklich. Also viele kamen mir auch nicht mehr wirklich als Individuum vor, was halt vielleicht auch daran lag, dass sich so viele Dinge wiederholen. Und natürlich ist das der Sinn der Geschichte, okay, aber ich habe es leider nicht genossen. Sicherlich war es auch nicht von Vorteil, dass manche Charaktere so Wandlungen und Entscheidungen durchmachen, die ich nicht nachvollziehen konnte. Und dass man zwar so erfährt, was mit ihnen passiert, ohne die Person meiner Meinung nach wirklich gut kennenzulernen. Also es gab niemanden, mit dem ich auch irgendwie nur mitfieberte. Und ich brauche auch nicht unbedingt eine richtige Identifikationsperson, wo ich sage, ja, das bin ich in der Geschichte, aber irgendetwas, womit ich eine Verbindung aufbauen konnte, war bei mir leider nicht gegeben. Ein weiteres Problem hatte ich mit der Darstellung von Frauen und besonders dann nochmal von Sex. Es gibt zum Beispiel einen der Söhne, der irgendwie einen so großen Penis hat, dass alle Frauen sofort in Verzückung geraten. Das, naja, das, also es kamen ähnliche Dinge mehrmals vor. Nicht so meine Sache. Das zweite wäre, dass so gefühlt die Hälfte der Beziehungen inzestiös sind. Und für mich halt auch irgendwie so nicht nachvollziehbar. Also es war immer so wie, na gut, dann schlafe ich eben mal mit meiner Tante, die gleichzeitig meine Schwester ist. Und ich konnte nie verstehen, haben die sich jetzt gerade wirklich ineinander verliebt? Oder warum schlafen die denn miteinander? Also irgendwie so bei den meisten Menschen schaltet da so sowohl eine biologische als auch eine moralische, als auch eine gesunder Menschenverstandssperre ein. Aber das kam hier nie vor. Und natürlich soll das vermutlich nur ein weiteres Zeichen halt so für diesen Niedergang sein. Aber trotzdem blieb in mir ein so ein großes Warum? Oder warum schreitet niemand ein? Warum findet das niemand komisch? Warum finden das die Leute selber nicht komisch? Nee. Ich persönlich fand es auch etwas nervig, dass, glaube ich, zumindest so fast alles immer ein Gleichnis sein sollte, dass also eben die ganze Menschheitsgeschichte eigentlich in dieser Dorfgeschichte wiedergegeben werden soll und dass alles immer irgendwie eine Metapher auch für etwas anderes sein kann, dass es halt nicht einfach nur die Geschichte an sich ist, sondern dass es immer für irgendetwas anderes steht, war mir irgendwann irgendwie auch zu viel und sorgte vor allem auch nicht dafür, dass mir die Personen näher kamen, wenn sie immer irgendwie im Endeffekt nur für was anderes stehen. Aber auch nicht so ganz mein Ding. Ich hatte dementsprechend auch oft das Gefühl, dass die Individuen gar nicht wichtig ist, sondern dass immer nur so diese große Geschichte drumherum erzählt werden soll, dass es nicht um den einzelnen Menschen halt geht,
sondern dass es wiederum für etwas anderes steht. Und was das auch betrifft, mir war das Ganze, ich weiß, man kann das vielleicht erwarten bei einer 100-jährigen Dorfgeschichte, aber es war mir zu erzählerisch. Also wir haben sehr wenige Dialoge oder allgemein mal Dinge, wo ich das Gefühl habe, man zoomt jetzt mal hinein, sondern es ist immer so diese große Erzählung und eigentlich wird alles halt so aus der Ferne wiedergegeben. Und das einzige positive Gegenbeispiel ist Ursula, sie ist so ein bisschen vielleicht die Urmutter, also zumindest die Frau des ersten Mannes, die auch viele ihrer Nachkommen überlebt. Insofern schon ein bisschen zur Identifikation halt durch die Geschichte hinweg dient und sie ist ein voller tiefer Charakter, vor allem lernt sie auch so zu sich selbst zu stehen und dergleichen und nimmt halt dann auch so ein bisschen die Stellung einer Matriarchin ein, aber trotzdem sorgte ich mich jetzt auch nicht um sie. Und ich glaube, sie ist sogar eine dieser Personen, wo ich mich dann irgendwann fragte, lebt die eigentlich noch? Ist die schon gestorben? Und ich hatte sie halt auch so ein bisschen vergessen. Und wenn sie gestorben ist, dann war es so ein bisschen, ach, okay, hatte mich leider mal wieder nicht gekümmert. Und etwas, bei dem ich mir noch nicht so sicher bin, ist diese Sache mit dem magischen Realismus. Marquez wird immer wieder als so Hauptvertreter mit dieser Stilrichtung gesehen und ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Einerseits war das meiner Meinung nach so präsent, dass ich das Buch tatsächlich in mein Fantasy-Regal geordnet habe. Andererseits hatte ich das Gefühl, es trägt trotzdem nur minimal zur Geschichte bei. Zum Beispiel wird der eine halt dann zum Geist. Der ist auch immer so an dieser einen Stelle. Und die Frau redet halt dann mit ihrem verstorbenen Gatten. Und es passiert aber nicht und das wirkt auch überhaupt nicht wichtig. Es ist so, als ob das für die Personen ganz normal ist und hat insofern weder Einfluss noch hinterlässt es einen Eindruck. Also weder bei den Protagonisten und dann auch nicht bei uns Lesern. Ich musste mich dann ganz oft fragen, war das jetzt wirklich notwendig, dass da ein Geist vorkommt? Und gleichzeitig kam es mir auch so vor, vielleicht ist es auch wirklich nur eine Metapher, so für die Vergangenheit. Und dann fragte ich mich wieder, muss man das durch einen tatsächlichen, in der Geschichte vorkommenden Geist darstellen. Ich weiß aber nicht so genau, ob mir diese Elemente gefallen haben. Ich glaube, im Großen und Ganzen würde ich das bevorzugen, entweder man macht eine sehr gute Fantasy-Geschichte, in der solche Elemente eben vorkommen, oder einen normalen Roman. Aber hier war es irgendwie so ein bisschen dieses, es kommt so vor, aber es ist eigentlich gar nicht wirklich wichtig. Und auch das hat mir leider nicht so gut gefallen. Was ich ganz nett fand, und ich weiß nicht, ob es vielleicht durch diesen magischen Realismus kam, ist der Fakt, dass es sich meiner Meinung nach wirklich nicht wie ein deutscher Roman anfühlte. Es gibt so ein paar Besonderheiten, die mir, und ich weiß nicht, ob das vielleicht nur klischeehaft ist, aber die mir sehr lateinamerikanisch vorkamen. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob es vielleicht auch daran liegt, dass halt der Autor Gabriel Garcia Marquez heißt und ob ich das vielleicht anders empfunden hätte, wenn ich das einfach nicht wüsste. Aber es gefällt mir sehr gut, wenn Romane aus verschiedenen Herkunftsländern alle nicht gleich klingen, sondern etwas Besonderes haben. Und das war hier tatsächlich der Fall. Wobei ich dann im Umkehrschluss wieder sagen muss, dass ich zum Beispiel die Sprache absolut unbeeindruckend fand. Und auch hier kann natürlich in der Übersetzung viel verloren gegangen sein. Aber das war wirklich so, weder von dem Erzählstil her noch von den direkten Worten hat mir da irgendetwas gefallen. Das Einzige, was ich ganz interessant fand, ist, dass es hier ständig so Vorausdeutungen schon gibt. Also dass der Erzähler uns einen neuen Protagonisten eben vorstellt, zum Beispiel mit ja, das ist der, der mit 35 Jahren dann erschossen werden sollte oder so. Das ist ganz interessant, aber konnte es dann vielleicht auch nicht mehr so ganz rausreißen für mich. Selbst im Großen und Ganzen kann man wahrscheinlich sagen, dass ich zu diesem Roman wirklich keinen Zugang gefunden habe. Es ist übrigens ein Buch, was im alten literarischen Quartett einstimmig gelobt wurde. Es kann wahrscheinlich eines der wenigen Bücher sein, die wirklich von jedem dort als ein großes Meisterwerk angesehen wurden. Für mich war es nichts. Ich dachte irgendwie immer, magischen Realismus zu mögen. Oder, also, ich las noch nicht viel in diese Richtung, aber es kam mir immer so vor, etwas, was ich wirklich lieben könnte und bin aktuell etwas unsicher. Überhaupt nicht mein Erzählstil, meine Sprache, die Art und Weise, wie ich Charaktere gerne kennenlerne. Es würde mich wirklich interessieren, was ihr von dem Roman haltet. Bei einigen von euch weiß ich schon, dass sie das auch nicht mochten und die haben mir schon anderes von ihm empfohlen. Ich glaube, fürs Erste fände ich es noch toller, wenn ihr mir etwas in Richtung magischer Realismus empfehlen könntet, was aber nicht Gabriel Garcia Marquez ist. Was noch so auf meiner Liste steht, ist von Hernán Díaz, irgendwas mit Oscar Wao. Aber ich brauche erstmal eine Pause zum Herrn Marquez und allgemein, vielleicht habt ihr schon eine Meinung zum magischen Realismus und so. Ich muss jetzt erstmal schauen, wie ich weitermache. Vielleicht verkenne ich jetzt hier einen großen Klassiker total, aber für mich war es leider nichts. Ich danke euch jetzt erstmal fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr könnt mir irgendetwas dazu schreiben. Das interessiert mich bei dem Roman wirklich. Und ja, dann hoffe ich, wir sehen uns das nächste Mal.